Gott sei Dank hast du nie kapituliert. Denn als du mich mit nach Hause gebracht hast, war Mama und Papa schockiert. Ich hab deinen Hund Gassi geführt und gerne das mit der Krawatte probiert. Und dennoch waren sie der Meinung, ich wär nur ein Assi, der gern mal die Fassung verliert. Die anderen fragen dich, passt er zu dir? Kann er sich überhaupt artikulieren? Um mich über Wasser zu halten, hab ich diese Leute im Taxi kutschiert. Ich hab vieles versucht, Mappen kopiert, Akten sortiert. Auch wenn es nicht zu meinen Aufgaben zählt, hab ich meinem Chef sogar Kaffee serviert. Praktikum da, Praktikum hier. Nur leider hab ich mich bis heute nicht immatrikuliert und dann Mathe studiert. Damit ich dir besser gefalle, Schatz, hätte ich alles probiert. Sie sagte zu mir, lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. Sich verändern und bleib so, wie du bist. So wie du bist.